Ja, schauen wir mal ihr zwei, oder? Jetzt sehen wir hier so eine Möglichkeit für Fisch, aber ich glaube, sie will heute einfach nicht rein. Gegen Aschua, wenn man so etwas sieht. Ja, ich glaube, die Szene ist so wie das Spiel war. Nach dran, aber irgendetwas der gleich gehört. Julian Schmutz, der Stürmer vom EHC Biel, der mal 2 Jahre beim EHC Fisch gespielt hat, ist heute bei uns hier in der Swiss League Bar und wir schauen uns den Match nochmal an mit allen Highlights. Es ist lang gegangen, bis das erste Goal kam, bis in die 33. Minute. Hier das Goal von Matthias Jocchi auf Pass von Montadon. Montadon hinter dem Goal mit seinem langen Stock, wenn er ums Goal fahren und den Pass überlegt auf den Jocchi. Ich glaube, das haben sie sicher ein bisschen abgesprochen miteinander. Das ist für mich, der Montando weiss, was er macht in dieser Situation. Er weiss, dass er die Scheibe muss vor das Goal bringen und einer von seinen Mitstürmern wird dort irgendwo stehen. Und ja, ist sicher eine so optimale Verteidigung gewesen, dort von der Fischer. Man sieht, sie haben bei der Übergabe, bei dem Wechsel, sind es schon klar gewesen, wer nimmt. Aber es sind genau die Situationen, wo Match entscheiden können. In dem Fall zum guten Glück vom HC Aschua. Du hast mit dem Jocchi noch zusammen gespielt. Ja, er ist genau so einer. Er stört gut vor dem Goal. Ist gross und ist schwer und so eine Chance lässt er sich nicht noch nehmen. Mhm. Wir spicken bis in die 50. Minute und dort haben wir eine Möglichkeit für den Ausgleich vom EHC Fisch. Niki Altdorfer, hier allein auf das Goal. Ja, ich denke sicher auch erwähnenswert einfach auch der Joel Abi, der heute den Vorzug bekommen hat gegenüber dem Dominik Niffler, der ein super Match gespielt hat, sehr solid. Und genau in dem Moment, wo Fisch zum Ausgleich kommen und nochmal aufkommen, macht er mit einer guten Parade, macht er jetzt zunichte. Aber es zeigt, dass Fisch an sie geglaubt hat und die Stürmer gegangen sind und sie sich noch so Chancen können erarbeiten. Von dem her haben wir in dem Sinne einen sehr spannenden Match können erleben heute Abend. Aber Joel Abi macht gerade ein bisschen Druck an Dominik Niffler. Ja, das macht er definitiv. Ich meine, er bietet sich natürlich mit solchen Leistungen auf für mehr Match. Ich meine, es war ein Spitzenkampf und von dem her ist dort sicher ein Konkurrenzkampf am Fach, obwohl der Dominik Niffler eigentlich beweisen hat, dass er eine starke Nummer 1 ist und auch mit seiner Safe-Prozent auf Nummer 4 von der Liga im Moment steht, zeigt schon, dass er eigentlich eine sehr gute Nummer 1 auch ist. Wir gehen in die 53. Minute und da haben wir die Möglichkeit, respektive das Goal, das 2:0 von Jordan Howard, Powerplay, Julian. Ja, die Scheibe kommt dort in die Ecke. Sie gehen schnell drauf, guter Pass ins Lot. Ja, komisch, dass er so frei ist und er guter Schuss, nichts zu haben. Ja, ich glaube, im Mungenzahl, dass so einer so allein vor dem Goal kann stehen, das kann so nicht passieren. Das sollte nicht passieren. Sollte nicht passieren. Was sicher auch spannend ist, wir haben heute den ganzen Match immer über Abschlüsse oder Schüsse aufs Goal geredet. Der Jordan Howard als Verteidiger ist in der Top 20 von der Swiss League mit Schüsse aufs Goal. Also ist schon ein Spieler, wo die Ausländer bewusst anspielen. Sie wissen, der läuft teilweise runter. Also ich denke, das kommt dann von ungefähr. Aber schlussendlich klar, ein Jordan Howard, der auch bewiesen hat, dass viel Goal kann schiessen als Verteidiger, sollte man nie bei diesem Spielstand allein vor dem Goal oder im Slot zum Schuss kommen. Was wir natürlich auch angesprochen haben, Fisch, der eine brutal starke Offensive hat in dieser Saison, 3,8 Goal pro Spiel. Heute hat es einfach nicht geklappt. Was hätte müssen passieren, dass man vielleicht einmal direkter den Weg ins Goal gefunden hätte mit Böck? Oder gibt es einfach die Match, wo es dann halt einfach... Ja, für mich war es einfach heute so ein Match gewesen. Ich glaube, es hat sicher 2 Pfostenschüsse gehabt. Mhm. Das heisst, es hätte auf die andere Seite können fallen, aber schlussendlich hat der Abi einen guten Match gespielt. Und, ja, kein Glück gehabt. Der Reto Lori hat dann noch Platz gemacht für den 6. Feldspieler und dann ist es so gekommen, wie es dann halt jemand mal noch kommt. Druck haben sie gemacht, Fischbür, aber die Scheibe geht zum Gegner und geht dann ins Leere gehen. Ja, ist sicher. Gegen Aschua ist es schwierig. Sie sind mit 2-0 sicher in dem Spiel. Gegen die Mannschaft, die so gefestigt ist, ist dann meistens der Fall, dass du noch ein leeres Eis bekommst. Aber sie haben es probiert, vielleicht noch einen Anschluss zu machen zu diesem Zeitpunkt. Ist heute nicht aufgegangen. Jetzt gibt es ein paar Stunden Heimfahrt für die Fischer-Spieler. Noch einmal so ein Spiel. Wie fährst du heim? Ja, sicher nicht zufrieden, aber ich glaube, sie sind in einer guten Situation. Es ist nicht so, dass sie jetzt 10 Matches hintereinander verloren haben. Sie haben viel richtig gemacht, aber ich glaube, sie sind gut unterwegs. Von dem her wird jetzt auch nicht die schlimmste Garfahrt sein. Eben, sie spicken ja glaube auch nicht weit runter, wenn wir uns die Tabellen anschauen, die aktualisierte Swiss League-Tabelle, da sehen wir, der EHC Fisch wird überholt vom heutigen Gegner von Aschua. Und es sieht noch alles recht gut aus, auch für die Fischer vorne mit dabei. Also im 12. Spiel gibt es die 2. Niederlage und das sicher auch eine gute Bilanz. Und Aschua, ja, kommt
kommt immer weiter rauf. Ja, verlustpunktmässig auf dem zweiten Rang. Ja, man hat gewusst, dass die Mannschaften eben anschauen, Schott von Olten, dass die werden vorne mitspielen. Bei Kloten ist man sicher noch ein überrascht, dass sie noch ein weiter unten anzettelt sind in der Tabelle. Aber ich denke, sie haben sich recht erholt und haben auch ein bisschen Schwung geholt. Also es wird sicher sehr spannend sein, die mittlere Saisonhälfte mal ein bisschen zu analysieren und zu verfolgen in nächster Zeit. Spannend wird es jetzt auch, wer das Trikot da gewinnt vom EHC Fisch. Wir haben anfangs die Sendung gefragt, wie viel Goal hat der Julian Schmutz gemacht in seiner Zeit beim EHC Fischb. Es sind wie viel gewesen? Weißt du jetzt? 45. 45 würdest du sagen. Wir haben hier die Auflösung und wir haben hier auch die Auflösung, wer es richtig gesagt hat. Es hat mehrere Gewinner gegeben, das habe ich gehört für Regie. Und wir haben den Reto Gartmann, der 45 gesagt hat, 45 Goal. Das Trikot gehört also am Reto Gartmann. Wir haben das ausgelost und wir schicken das Trikot am Reto Gartmann. Also, dann kommen wir noch kurz zum Programmhinweis. Nächstes Swiss League-Spiel gibt es bereits am Sonntag. Zwar ohne Studio, aber wir zeigen live das Spiel zwischen dem HC Thurgau und Langenthal. Am Sonntag geht es los, am 20.06. live aus Wiefelden. Und dann gehen wir schon bald wieder in die National League, am Freitag, nämlich mit dem Julian Schmutz, auswärts in Rappi. Ja, klare Sache. Klare Sache sicher nicht. Ich glaube, wenn wir unser Hockey spielen, dann sollten wir gewinnen, aber das ist nie einfach. Ja, ich denke es auch nicht. Es sieht im Moment bitter aus für Rappi, aber sie haben bewiesen, dass wenn die Mannschaft gut zusammenspielt, dass sie gegen jede Chance, gegen die Mannschaft Chance haben, zum Punkt zu kommen. Man hat das gegen Zürich gesehen. Also, es braucht sicher ein Spiel, das gut spielt, dass sie den Sieg einfahren können. Ja. Super, danke vielmals Julian Schmutz, bist du da gewesen. Ist nicht selbstverständlich, gestern noch gespielt. Heute da in der Swiss League Bar. Danke vielmals Urban Leimbacher. Danke euch daheim fürs Zuschauen. Ich wünsche weiterhin viel Unterhaltung, viel Spass auf MySports One. Schönen Abend, ciao zusammen.